mit eigener Beschränktheit umgehen können. Mensch hat Beschränkungen und Mensch ist unbeschränkt. Mensch ist gleichzeitig eins mit dem Unendlichen und der Mensch ist gleichzeitig ein Individuum. Damit gilt es umzugehen und das ist nicht immer einfach. Auf der einen Seite gilt, du bist das Unsterbliche, du bist das Ewige. Im Yoga würden wir sagen, Satchitananda Swarupaham, meine wahre Natur ist Sein, Wissen, Glückseligkeit. Sat ist unendliches Sein, jenseits aller Grenzen. Chit ist Bewusstsein, eins mit allem Bewusstsein. Ananda ist Freude und Liebe und auf der Ebene von Ananda sind wir mit allen verbunden. Daher Unbeschränktheit. Auf einer anderen Ebene haben wir aber auch einen Körper und der Körper ist beschränkt. Wir haben ein Energieniveau, auch auf gewissen Weisen beschränkt. Wir haben bestimmte geistige Fähigkeiten, auch in gewissem Maße beschränkt, aber nicht vollständig beschränkt. Und das ist eben die Schwierigkeit. Wir können den Körper trainieren. Ich bin zum Beispiel auch Yogalehrer, Yogalehrer-Ausbilder. Menschen sind am Anfang, wenn sie zur Yogastunde erstmals kommen, oft steif irgendwo. Sie können haben Schwierigkeiten, auf dem Kopf zu stehen. Sie haben Schwierigkeiten, auf den Händen zu stehen. Sie üben und wenn man übt, wird man flexibler, Muskeln werden stärker, man bekommt auch eine größere Koordinationsfähigkeit, Gleichgewicht. Genauso auch, wenn man wenig Energie hat, man übt Pranayama, Atemübungen, man übt Asanas auf eine bestimmte Weise, bekommt man mehr Prana. Wenn man momentan beschränkt ist auf physische Wahrnehmung, man kann lernen, Feinstoffwelten wahrzunehmen, das geht. Wenn man momentan Schwierigkeiten hat, 5 Minuten zu meditieren, man kann lernen, 1 Stunde zu meditieren. Wenn es einem schwerfällt, Gott zu erfahren, man kann Gott erfahren. All diese Beschränkungen sind aufhebbar. Damit also bestimmte Beschränkungen sind dauerhaft und andere Beschränkungen können wir überwinden. Und so ist nicht immer einfach, das zu unterscheiden. Oder auch, wenn du bestimmte psychische Sachen hast. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich bin halt so. In dem Moment, wo sie denken, ich bin halt so, wachsen sie nicht mehr. Man kann lernen zu wachsen. Man kann Herausforderungen suchen. Man kann bewusst das tun, wovor man Angst hat. Man kann schauen, was das Karma für einen bereithält. Man kann die Gelegenheiten annehmen. So überwindet man bestimmte Beschränktheiten. Und es gibt andere Beschränktheiten, die muss man akzeptieren und annehmen lernen. Das ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Es gibt manche Menschen, die neigen zu einem Extrem. Das ist eine sehr beschränkte Ansicht. So wie sie irgendwie aus ihrer Komfortzone geholt werden, dann sagen sie nein. So wie sie davor Angst haben, dass sie öffentlich kritisiert werden, sagen sie nein. So wie es etwas ist, was sie noch nicht getan haben, sagen sie nein. So hält man sich in der Beschränktheit. Und es gibt andere, die sind offener, die probieren alles Mögliche. Auch die werden irgendwann feststellen, nicht alles ist möglich, aber vieles ist möglich. In diesem Sinne würde ich dir empfehlen, zum einen erkenne, was sind deine besonderen Talente, was sind deine besonderen Fähigkeiten, wo sind vielleicht deine momentanen Beschränktheiten, und welche der Beschränktheiten könntest du vielleicht überwinden? Und wenn Aufgaben auf dich zukommen, nimm sie an. Und wenn die Gelegenheit zu wachsen kommt, dann nimm die Gelegenheit. Sei nicht zu beschränkt, aber wisse auch, auf einer physischen Ebene ist eben nicht alles möglich. In der tiefsten spirituellen Ebene ist alles möglich, denn du bist eins mit allem. Das waren einige Gedanken zum Thema Beschränktheit. Ein Vortrag von www.yoga-vidya.de.